Hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder alle 17 auf der Stappenbach und sind da gerade beim Sägewerk und ja, machen ein bisschen Paletten. So. Schauen, damit hier die Produktion weiterläuft. Wir haben Holz, haben wir genug momentan, aber wir wollen da noch ein bisschen hier investieren. Das ist so momentan der Industriezweig, mit dem wir am meisten Geld verdienen. Da liegt noch genug Holz, okay. So, dann werden wir erstmal hier die Bretterpaletten hochfahren, dann können wir da die Produktion weitermachen. So, da ist noch nicht so viel, okay. So, dann wollen wir noch ein bisschen was vielleicht investieren heute in unseren Fuhrpark. Wir spielen mit dem Seasons Mod, haben den dritten Herbsttag. Also der Winter steht bevor. So, wir wollen hier das Holz hier noch aufschieben. So, das sollte erstmal reichen für die Produktion. Da müssen wir mal schauen hier bei den Hackschnitzeln. 2190. Schauen, ob wir da noch was machen müssen. So, wir haben natürlich hier das Förderband zu stehen. Da können wir hier den Anhänger gleich mal beladen. Ich habe hier am MB-Truck noch das Gewicht dran, als Gegengewicht habe ich das eigentlich dran gemacht, damit wir, wenn wir da wirklich was aufladen wollen, kein Problem haben, damit wir da umkippen. So, jetzt habe ich aber das Problem, damit ich da gerade wieder unter das Förderband fahren muss. Ich glaube, ich fahre mal hier einmal ringsherum. So, da können wir nämlich schön unter das Förderband fahren und die Hackschnitzel aufladen. Genau, ungefähr so. So, und dann läuft es schon. Die könnten wir natürlich auch verkaufen oder wir schmeißen sie wieder hier nebenan rein als Brennstoff. So, 5000, das ist glaube ich nicht so schlecht. So, nochmal einmal ringsherum und dann kippen wir das da ab. Einfach schauen. Ich glaube, der Anhänger kippt bloß links oder rechts oder hinten aus dem Kornschieber. So, da haben wir nämlich schon das Problem. Ist natürlich hier ein bisschen mit dem Gewicht, sind wir da recht lang. So, vielleicht geht's so.
Oh, so geht's nicht. Okay. So, jetzt läuft's. Alles aus dem Kornschieber hinten raus. Funktioniert. So, dann stellen wir den alten Anhänger wieder hier und das Förderband. So, ich glaube, wir fahren da noch ein paar Retterpaletten hier hoch. Das, was da angefangen ist, können wir auch hochfahren zur Produktion. Dann haben wir da erstmal ein bisschen. Uiuiuiuiui. So, komm. So, geh ab. Geht nicht. Wahrscheinlich wird es gleich mal wegfliegen. So, dann fahren wir es halt so hoch. Ist doch egal. Jetzt geht's, jetzt kann ich sogar abstellen. Okay. So, dann habe ich gesagt, wollen wir vielleicht noch was investieren. Wir investieren hier in unseren Sägewerk. Und zwar wollen wir da noch einen Anhänger kaufen mit Autolord, damit wir da das Holz im Wald schön aufladen können. Und da fahren wir einfach mal zum Händler, der hat noch offen. Ist erst kurz nach 2:30. Genau. Und ja, wir haben 126.000 auf dem Konto. Da können wir schon ein bisschen was kaufen wieder. Oder ein bisschen was investieren. Ich habe ja noch überlegt, ob wir vielleicht ein paar Tiere noch kaufen, aber jetzt vor dem Winter ist ein bisschen schlecht. Könnte natürlich sein, damit wir mit dem Futter dann knapp werden und dann sterben uns die Tiere. Also warten wir da vielleicht bis im Frühling, bis wir da auch wieder Futter selber herstellen können. So. Und da sind wir dann schon hier beim Händler. So, jetzt schauen wir mal, ob er irgendwas für uns Schönes hat. Und zwar wollte ich, ich weiß gar nicht, ob es hier mit drin ist. Wahrscheinlich ist es hier gar nicht drin. Also LKWs haben wir da viele drin. Okay. Da ist es. Forsttransportfahrzeuge. Okay. Und ich hätte erstmal den Anhänger gekauft, würde dann später noch den TGS einmal einkaufen hier. Aber der hier wäre natürlich nicht schlecht. Forstbereifung nehmen wir da natürlich. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber wir haben es ja. Okay, wie sieht das Teil aus? Genau so, da können wir jetzt mit dem Wald fahren. Schwarzmüller, das nur das Beste oder nichts natürlich.
So, ich denke, der Unimog ist natürlich nicht schlecht, sowieso nicht für den Wald, und mit dem Anhänger sollte das auch funktionieren, obwohl er jetzt schon Probleme hat hier mit dem Fahren. 9 km/h. Was ist denn da los? Haben wir irgendwas vergessen? Oder könnten wir sogar noch einen zweiten vielleicht hinten dran machen? Okay, da kommen wir auf jeden Fall rum. Aber Geschwindigkeit kriegen wir nicht drauf. Was ist denn da los? Licht hat er auch nicht, der Anhänger. Ah, könnte sein, damit es hier mit dem mit der Karte nicht kompatibel ist. Schneller fahren kann ich gar nicht. Wieso fährt der so langsam? Es überholen uns schon die Autos auf der falschen Seite. Irgendwie komisch. Also wir können irgendwie nicht schneller fahren. Vielleicht brauchen wir dann doch den LKW dafür, damit das läuft. Ich sag, Licht kriege ich am Anhänger auch nicht an. Irgendwie will er nicht so richtig. Vielleicht ist das Problem der MAN, vielleicht ist das Problem die Karte. Ich habe es nicht ausprobiert vorher, dachte, das ist eine gute Sache hier. Jo, da sind wir noch ein Weilchen unterwegs, wenn wir so nicht schneller fahren können wie 11 km/h. Also ich würde sagen, wir fahren mal zum Sägewerk und hängen das Ding am MB-Truck. Vielleicht kann der damit schneller fahren. Also ich dachte eigentlich, das ist hier ein super Teil. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Optisch. So, Beleuchtung geht da irgendwie gar nicht. So, wir hängen den mal hier ab. Ich weiß nicht, warum der so langsam läuft. Wir werden mal das Fahrzeug wechseln. Vielleicht liegt es am Fahrzeug, vielleicht liegt es an der Karte. Ich weiß es noch nicht. So, wir versuchen trotzdem in den Wald zu fahren. Schauen, ob es mit dem besser läuft hier, der Anhänger. Sorry.
Jawohl. Also mit dem läuft er. Also es liegt am am Unimog. Mit dem Unimog will er, glaube ich, nicht so. Aber das sieht natürlich, das Gespann sieht da natürlich auch nicht so schlecht aus, finde ich. Jetzt hat der Anhänger auch Licht, also der Unimog ist das Problem. Mal schauen, ob es dafür noch ein Update gab. So, da sind wir auch schon. Jetzt muss ich da bloß wieder ein paar Bäume ummachen. Also, vielleicht als erstes den hier. Oh nein, voll auf dem Fahrzeug. Ist schon fast aufgeladen, liegt schon fast auf dem Anhänger. Uiuiuiui. So, nochmal bin ich runtergefallen. Muss da noch die Äste wegschneiden. So, gar nicht so einfach. Also vielleicht erstmal hier. Dann nochmal da. Und jetzt kippt der ganze Baum schon. Dann schneiden wir vielleicht hier nochmal. Da nochmal. Ich glaube, das ist nicht so schlecht hier. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das Teil hier aufladen können. So richtig nicht. Wieso geht denn das nicht? So, Start B.
So, jetzt habe ich noch festgefahren. Oh mein Gott. Jetzt bin ich genau auf den Baumstumpf raufgefahren. Nein. So, jetzt sollte der doch laden hier automatisch. Wieso macht dann das nicht? Jetzt den ersten haben wir drauf, muss da natürlich noch die Seite wählen, auf welche Seite er das aufladen soll. So, wo hänge ich denn jetzt da? Hallo? Na, das ist ja wieder lustig. So, zwei. Irgendwo hänge ich da fest, aber ich weiß nicht wo. Da ist auch noch so ein Baumstubbel. Nein! Hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, die habe ich da schon weggefräst. Okay, jetzt wäre wieder die linke Seite dran. Wieder O drücken. Also funktionieren würde es schon, aber ich habe da nicht so richtig Platz zum Wenden und Drehen hier. Okay, haben wir jetzt alle? Haben wir schon alle? Nee. Was ich natürlich machen muss, ich muss da die ganzen Baumstümpfe wegmachen. So, da wäre der natürlich hier genau richtig. Damit wir uns da nicht andauernd aufhängen hier, das ist ja Wahnsinn, der steht ja hier schon im Wald. Okay, der ist weg. Da haben wir noch einen. So müssen wir da mal ein bisschen Platz machen im Wald. So, da habe ich noch einen.
Den habe ich auch. Jetzt fahren wir mal auf die andere Seite hier. Und wir die auch gleich wegnehmen. So, den noch. Den sieht schon gar nicht so schlecht aus. So, komm schon. So, der hat noch zu tun hier, das geht ein bisschen länger. So, dann haben wir hier vorne noch einen gehabt. Aber da weiß ich nicht, ob ich da rankomme. Genau den da. So, wir häckseln in den Häcksler rein. Okay, das wäre erstmal geschafft. Ein paar Bäume haben wir aufgeladen hier. Können wir das dann noch befestigen und theoretisch wieder zurückfahren, wenn wir denn... Oh, da ist auch noch ein Baumstumpf. Ist ja gerade noch den... aus dem Weg fahren hier. Komme ich da raus? Jawohl. So, und schon haben wir wieder Holz geladen. Super Sache. Einfach mit dem Unimog geht's nicht. Aber dann nehmen wir halt den MV-Truck. Oder halt später den LKW, was wir uns dann noch zulegen wollen, um da Holz zu transportieren. Oh. Nein, jetzt lädt er alles auf. So, so würde der Anhänger aussehen, wenn er aufgeladen ist. Wir wollen natürlich alles abladen. Stopp. So, jetzt würden wir gern alles auf die rechte Seite abladen. Ja, geht so einigermaßen. Jetzt versuchen wir noch links den wieder aufzuladen. Und rechts wieder abladen. Jawohl. Okay, das hat funktioniert. Coole Sache.
müssen wir nochmal machen. Wir können ja das nächste Mal direkt Holz verkaufen. Wir haben jetzt, da haben wir erstmal genug zu liegen. Und ja, wir können ja auch Holzstämme verkaufen. Okay, das wäre es erstmal von der Stappenbach wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.